Hey Nomad, gibt's dich auch noch, Mann? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Und deswegen sind wir da. Ja. Ja, wir sehen hier Crisis. Für Nummer die... eins. Ja. Deins, ja. Crisis deins. Eins. Achso, eins, ja. Das ist aber auch deins. Ja. Auf einer Insel im Ostchinesischen Meer. Ja, mehrere Inseln eigentlich. Das ist die Lingshan. Gruppe. Spielt alles in der Zukunft, 2020. Und wir spielen hier den Charakter Nomad. Ja. Und eigentlich sind wir nur hier, um ein Auf- Jo, das war ein Headshot. Ja, ein Archäologenteam zu retten. Und genau, ja, wollten das Archäologe haben das. Ja, retten, aber es geht ein bisschen schief. Wir wollen auch nicht ein bisschen nicht zu sehr auf die Story eingehen, würde ich sagen, weil da passieren noch ungeahnte Dinge, was auch die Art der Gegner betrifft. Ach so, okay. Ja. Aber hier sehen wir schon mal das Hauptfeature von dem Spiel. Genau, wir haben so einen entwickelten Spezialanzug bei uns in der Spezialeinheit. Mit dem können wir uns unsichtbar machen. Das sieht dann so aus. Genau, und dann kann man auch Gegner schön von hinten mit dem Kolben als überziehen, die dann unrealistisch wegfliegen. Genau, und dann wird halt auch das Tarnfeld deaktiviert. Ja, das ist halt der Nachteil. Sobald ihr eine Aktion macht, ist das Tarnfeld direkt weg. Und es geht auch nach einer Zeit sowieso weg. Was wir auch machen können, wie ihr gerade seht, Waffen von Gegnern aufheben, erbeuten, wenn unsere eigene keine Munition mehr hat, weil Munition für die Waffe finden, die ihr mitbringt, gibt es nämlich nicht. Ja, und wir können die Waffe, wie wir gerade eben gesehen haben, so ein bisschen modifizieren. Das heißt, falls vorhanden, können wir so Schalldämpfer dran machen oder Zielfernrohr. Ich glaube, größere Magazine gehen auch. Ja, es geht halt nicht bei jeder Waffe, aber das wird euch ja dann angezeigt. Ja, und damals kam das Spiel ja eigentlich zuerst für den PC raus und galt so als Grafikbombe, als Referenz, dass auf keinem PC vernünftig läuft, weil es halt so gut aussieht. Das hier ist jetzt nicht die PC-Version, muss man sagen, sondern die PS3-Version, die ein paar Jahre später rauskommt. Und die sieht dementsprechend nicht mehr ganz so geil aus wie damals auf dem PC, aber trotzdem immer. Ja, man war ja dann schon ein bisschen gewohnt, ne? Ja. Aber wieder unrealistisch weggeflogen, der Kollege. Ja. Ja, man kann die Gegner nämlich auch... Mit zwei Kolbenschlägen. Zwei Kolbenschlägen töten, man kann sie auch packen. Also es lässt euch viel Freiraum. Ja. Fahrzeug fahren geht auch. Ja. Sollte man jetzt nur darauf achten, wenn man da ein Fahrzeug benutzt, die neigen auch dazu, nach entsprechendem Schaden in die Luft zu gehen. Ja, und außerdem lassen sie sich manchmal steuern wie so ein Panzer, obwohl es keiner ist. Ja. Aber man hat immer ein Bordgeschütz, wie man die sieht. Genau, das kann man, wo man alleine ist, benutzen. Ja. Ist auch ein wenig unrealistisch, aber. Das macht doch nichts. Man kann auch aussteigen oder beziehungsweise die Position wechseln und dann an das Sportgeschütz rangehen. Das geht natürlich auch, wie wir jetzt hier sehen. Oh, guck mal. Und dann haben wir direkt einen Gegner mitgenommen. Oh. Die wir dann einfach mit einem Haufen Baller. Ja, es gibt neben der Tarnfunktion gibt es auch noch einen Panzermodus. Genau, der macht uns was. So ein bisschen resistenter. Verdammter Mist. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Ja, das passiert leider, wenn einer unserer Teammitglieder stirbt. Die werden dann immer direkt aufgelöst, damit die Feinde nicht an die Technologie von uns kommen. Ja, das ist mal eine 1 ab Feuerbestattung. Ja, aber hier nochmal zu sehen, Tarnmodus anschleichen. Genau, hier auch das Gegner packen und wegwerfen. Wegwerfen, zack, tot. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass die Gegner übrigens die Nordkoreaner sind, die die Insel besetzt haben. Das sollte man noch wissen. Stimmt, ja. Hätten wir erwähnen sollen. Ja, und die Insel ist an sich, eigentlich könnte man sagen, es ist Open World. So
so ein bisschen. Man kann zwar jetzt nicht überall hin, weil es schon so ein bisschen eingegrenzt ist, aber es ist, sind schon sehr große Gebiete. Ja. Und was man jetzt hier, glaube ich, an dem Beispiel aussieht, ist, dass ihr nicht nur Hauptmissionen habt, sondern auch ein paar Nebenaufgaben. Das ist dieser gelbe Punkt da auf der Karte. Die sind optional, also die könnt ihr machen, wenn ihr möchtet. Könnt ihr aber auch lassen. Ja, ich glaube, manchmal ist es dann, zerstöre eine feindliche Funkantenne, stell Funkkontakt genau. wieder her. Aber meistens ist es auch das, was wir jetzt sehen, nämlich einfach reinlaufen und einen PC hacken. Prophet, ich bin jetzt im Übertragungstag. Ja. Genau. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das ist Crysis. Wir wollen jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, weil, wie gesagt, da kommt noch eine große Story-Wendung. Und ja, die wollen wir euch leider nicht verraten. Für Leute, die das Spiel vielleicht doch noch nicht kennen. Genau. Ja, deswegen bleibt uns natürlich noch zu sagen, wir hoffen, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von dem Spiel. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten wieder. Vielleicht schon Crysis 2. Aber man weiß nicht. Vielleicht nicht. Na gut. Aber wir werden sehen. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Jester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho. Sie kennen ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden, und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was das ist ein Befehl. Da ist was. Es hat Chester! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Los!